Abend, ihr Münchner. Jetzt bin ich wieder zu Hause. Ich habe euch wirklich vermisst. Und ich werde die ganze Show, ich werde versuchen, die ganze Show auf Deutsch zu machen. Manchmal haut es nicht so ganz hin, ich bin zu lange schon im Ausland. Und wenn es da so ein bisschen so ein paar englische Worte reinkommen oder falls ich Worte vergesse, ich entschuldige mich dafür. Aber das Gute bei der deutschen Sache ist eben, wir können einfach miteinander sprechen hier und kein Mensch in meiner Band versteht, was ich sage. Also, vor langer Zeit, als ich Deutschland verlassen habe, nachdem ich die Schule verlassen habe, habe ich meinen Freund Richard Harvey da drüben getroffen. Richard! Mitglied der Newsman. Seit, ich sag 35 Jahren, aber es ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her, sind wir befreundet und machen miteinander Musik. Und das Gute bei der Sache ist, wir sind immer noch befreundet und wir machen immer noch Musik. Einen Gladiatorenfilm machen. Also meine Reaktion war nicht so wie bei euch. Ich habe mir sofort das vorgestellt, also Männer in Röcken. Ich hab gedacht, der macht einen Witz. Da hat er gesagt, da ist er ganz ernst geworden und hat mir die Geschichte erzählt.
Das ist der König der Löwen. Das ist nicht der Schauspieler. Das ist wirklich die Stimme. Ich habe gedacht, in München darf man einen Ländler spielen. Nein, das ist nur das Training, damit ich da ein bisschen auf die Pauke hauen kann. Jeder möchte, das möchte ja jeder mal tun. Ich meine, das ganze Stück kam eigentlich daher, als wenn die Schule immer diese kleinen Xylophone und Blockflöten spielen mussten. Und das hat immer schlimm geklungen. Aber wenn der Nathan Stornetto und der Gary Taylor spielen, dann klingt es ziemlich gut.
besonders wichtig ist, dass eigentlich am Anfang eben das, die Melodie auf dem Bass ist von meinem Freund Andy Pask. Und jetzt kann ich alles über ihn sagen, was ich will. Zum Beispiel, dass er in den 80er Jahren ein Lied geschrieben hat, das hieß Einstein a Go-Go. Und also Andy auf Bass, ganz toll. Und was wir jetzt machen werden. Ja, okay. Come on, Andy. Geschichte vom Joker erzählt. Und ich habe gesagt, du, wen wirst du da zu nehmen? Wer wird der Schauspieler sein? Und da wird gesagt, da gibt es diesen tollen jungen Schauspieler, der ohne Furcht dieses Spielen kann, den Heath Ledger. Ja.
hat es auch ohne Furcht gespielt. Toll, jeden Tag, als wir neue Bilder gekriegt haben, neue Stücke Film gekriegt haben. Es war so aufregend, es war so toll. Und kurz bevor wir den Film fertig gemacht haben, haben wir auf einmal gehört, dass Heath gestorben ist. Und es war natürlich entsetzend. Und ich habe gedacht, was soll ich mit der Musik machen? Ich habe diese ganze Punk-Sache gemacht, diese Anarchie-Sache mit Heath. Ich habe gedacht, das muss ich ein bisschen runter machen. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, um ihm wirklich Respekt zu zeigen, muss ich diese Sachen da drin lassen. Den Stahl, das zerbrochene Glas, eben diese ganze Punk-Sache musste da drin bleiben. Und nach einiger Zeit hat Chris mich angerufen und gesagt, jetzt müssen wir es fertig machen, jetzt machen wir die Trilogie fertig. Da haben wir irgendwie den Mut gefunden und das Experimentieren wieder gefunden, um The Dark Knight Rises zu machen. Und es ging auch sehr gut und wir sind nach New York gegangen zu unserer Premiere und wir hatten eine tolle Premiere. Und am nächsten Morgen sind wir nach London geflogen und wir kamen so am Morgengrauen an und ich bin in meine Wohnung gegangen und das Telefon hat geklingelt. Und da war ein Journalist am Telefon und der hat mich gefragt zu einer Stellungnahme über das Attentat in dieser kleinen Stadt in Aurora, in Colorado, während unser Film gespielt wurde. Und mir fiel kein Wort ein, außer ich bin am Boden zerstört. Also das Entsetzen eben. Und den ganzen Tag habe ich drüber nachgedacht. Diese Worte, die man da hat, die jeder benutzt, das sind nicht meine Worte. Ich mache Sachen mit Musik. Und in der Nacht habe ich den Chor angerufen und das Stück geschrieben für den Chor. Einfach ohne Worte. Dass man hört, wie die Leute in London irgendwie über den Atlantik ihre Arme ausstrecken und diese armen, verzweifelten Überlebenden da ein Zeichen geben, dass sie nicht alleine sind. Und heute Abend, die Welt ist nicht besser geworden, gell? Heute Abend sind wir hier in München und wir aus der ganzen Welt, von allen Nationalitäten, heute Abend möchten wir unsere Arme ausstrecken und euch umarmen und euch sagen, wir lieben uns, euch und vor allen Dingen ich, dass ich wieder in München bin. Es ist so etwas Spezielles für mich. Und für euch widmen wir heute Abend dieses Stück. Und dieses Stück heißt Aurora.
danke euch, meine Heimatstadt. Ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Schaut mal den Chor an. Unser wunderschöner Chor aus Belarus. Vielen Dank. Ihr wart wieder fantastisch. Und unser Orchester, bitte steht auf. Die Band. Meine Band. Jörg Söldner. Und das Beste ist, das sind nicht nur ganz tolle Musiker, sondern das sind die besten Freunde, die man im Leben haben kann. Und wirklich die Besten, mit denen man seine Zeit verbringen kann. Ladies and Gentlemen. Let me just say it in every language. I love you. Ich liebe euch. Bitte. Das war weg. München. Das war so schön, mal wieder hierher nach Hause kommen zu dürfen.